Ja, lass mich das hin. Hatte ich einen komischen Traum. Mensch, einfach vom Video eingeschlafen. Aber erstmal das Intro. Willkommen bei diesem neuen Video. Heute geht es wieder um Equipment, was ich mir zugelegt habe. Genau, fast genau ein Jahr ist es her, dass ich quasi ein bisschen zugelegt habe. Damals habe ich mir meine Drohne gekauft, ein Gimbal für meine GoPro und eine GoPro. Ja, das ist lang her. Und in der Zwischenzeit habe ich natürlich vieles Zeug gekauft. Aber ja. Zu Weihnachten gab es etwas Neues und ich dachte, das teile ich mal mit euch, weil ihr seid ja mal ganz interessiert, was es bei mir Neues gibt. Nicht? Okay, ich zeige es euch trotzdem. Also, Neues gibt es bei mir. Damit habt ihr nicht gerechnet. Kommt, gibt zu. Ein neuer Funko. Wayne's World. Wayne. Um genau zu sein. Ja. War nur Spaß. Wayne ist cool, aber das war nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich muss ja zugeben, das ist jetzt hier kein richtiges Unboxing, weil ich damit natürlich schon gespielt habe. Welcher Erwachsene kann mit neuem Spielzeug nicht spielen? Ein Ronin S, ein Gimbal für meine große Kamera. Cool, oder? Für alle, die nicht wissen, was ein Gimbal ist ein Stabilisator. So, damit kann man dann rumlaufen und das hält einigermaßen das Bild stabil. Ja. Dachte, ich mache mal hier so ein Mini-Unboxing, was kein richtiges Unboxing ist, weil ich habe es schon ausgepackt und habe schon damit gespielt. Leider war das Wetter in den letzten Wochen natürlich genau so mies, dass man draußen nicht so rumlaufen konnte. Aber im Februar ist die erste Messe. Entschuldigung. Und da wird dann richtig ausgiebig getestet. Und ich war jetzt am Wochenende ein bisschen im Wald. Davon zeige ich euch gleich ein bisschen was. Aber erstmal packen wir aus, oder? Dieser formschöne weiße Karton. Diese Verpackung. Also DJI, die gleichen Hersteller, die meine Drohne gemacht haben, die stehen irgendwie für Qualität. Auch was Style und Verpackung angeht, weil unter diesen weißen Verpackungen befindet sich ein Koffer. Ist das nicht geil? Boah, ganz ehrlich, das ist so eine coole Verpackung. Es ist extrem praktisch, weil so kann man ihn dann mitnehmen auf Reisen. Er ist sehr, sehr robust, leicht und da ist alles drin. Gut. Aber wir gucken mal rein. Sehr schön, oder? Ist das nicht geil? Ich zeige euch gleich mal noch einen näheren Blick darauf. Ist vielleicht jetzt auch nicht so spannend für einige von euch, aber dieser Gimbal ist das beste, neben meiner Kamera, das beste Stück Technik, was ich irgendwie besitze. Und es ist einfach der Wahnsinn. Ja, ich muss auch viel üben, was so die Bewegungen angehen und wie man es am besten steuert, aber es ist einfach toll. Und eins der Highlights, ganz ohne Scheiß, da ist ja, eine kleine Tasche von DJI, schön stabil. Da sind eigentlich Kabel drin, Verbindungskabel, Ladekabel etc. Ich bin aber so hingegangen und benutze es als Akkupack und weil passend Hülle für Speicherkarten. Und da hinten passen immer auch Kabel rein. Mega cool, also wirklich mega cool. Und an Heiligabend habe ich, also ich habe ihn mir bestellt, Heiligabend bestellt und am Silvester war er da. Dafür, dass er aus Japan kam, direkt, sehr cool. Ich baue ihn jetzt mal einmal kurz zusammen, damit ihr ihn mal grob von der Dimension seht. Und nachher zeige ich euch mal ein bisschen genau. Okay. Also, Part 1, Fuß, Part 2.
der Akku. Knapp 6 Stunden Laufzeit, aktiv. So lange hatte ich jetzt noch nicht an, aber aktiv. Alter. Und steck den mal drauf. Dreh mal hier ein paar Schrauben fest, damit er nicht rausrutscht. So. Alle Schrauben fest. Gimbal auch fest. Und packen mal die Backenplatte zur Seite. Und mit Fuß fertig montiert. Also, da oben hängt dann nachher die Kamera quasi drauf. Und dann kann man rumlaufen. Gut, der ist jetzt nicht an, deswegen schwingt das. Nachher ist das richtig, richtig bombfest. Und der Vorteil ist, er steht. Und viele von euch wissen es nicht, aber das ist bei einem Gimbal, was nicht gerade alltäglich ist. Die Vorgänger des Ronin oder die anderen Ronins waren noch so aufgebaut, das kennt ihr vielleicht, habt ihr schon vielleicht mal gesehen, mit so einem, die hatten so ein Gestell drumherum. Auch mega cool, das heißt, der Griff, den gab es nicht und dieser Kopf saß in einem Rondell. Man hat den quasi als Rondell geführt. Hat riesen Vorteile, richtig gut. Hat aber den Nachteil, dass ihr immer einen Halter mitnehmen müsst, wo ihr hinlauft. Das heißt, ihr habt irgendwo so einen Gabelständer stehen, wo er das Ding draufhängt. Den hier nicht. Den hier stellt ihr einfach irgendwo hin. Fertig. Ja. Zusätzlich hat er Spielereien wie App-Steuerung. Das heißt, man kann in der App sagen, beweg dich so und so über den Zeitraum. Falls ihr ein paar meiner letzten Videos gesehen habt, da benutze ich das zum Beispiel. Er hat integrierte Timelapse-Steuerung, er hat Motionlapse, das heißt, also Timelapse sind auch ganz viele Aufnahmen hintereinander, die zu einem Film gemacht werden. Und Motionlapse ist, wenn sich dabei die Kamera noch bewegt. Das heißt, man kann dem Gimbal sagen, du bewegst dich jetzt über 8 Stunden so lang und machst alle 10 Sekunden Foto. Cool, oder? Steuerung per Hebel, 3 Menüs, noch ein Fokusrad, womit man quasi fokussieren kann, wenn die Kamera es unterstützt. Mega cool. Gewichttechnisch ist schon was. Also mit meiner Sony Alpha 3 drauf und dem großen Objektiv, da trägt man schon seine 6-7 Kilo rum. Aber es geht. Also es ist jetzt alles im Rahmen und ein bisschen Training hat noch keinem geschadet. Ja, wofür brauche ich das? Wie ihr wisst, laufe ich oft auf Messen rum und alles. Und meistens stehe ich mit der Kamera da und versuche nicht zu wackeln, wenn ich die Kamera rumführe und so ein paar Eindrücke sammle. Hat den Vorteil, ich bin relativ mobil, weil ich nur die Kamera mitnehme. Hat den Nachteil, ich muss immer irgendwie stehen, also gehen und Kamera, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und gerade in Menschenmengen ist das noch schwieriger. Hiermit, kein Problem, hiermit laufe ich smooth durch. Cool, also für schönere Einstellungen, für mehr Flexibilität, was Rumlaufen angeht. Ich hätte gerne in diesem Jahr ein paar mehr Shooting-Videos, das heißt, wo ich dann shoote und dann ihr dann zugucken könnt. Und dafür ist dann sowas auch ideal, weil dann kann die Person, die mich und Model oder die beim Shooting begleitet, kriegt dann das in die Hand mit der anderen Kamera und dann kann sie filmen. Ja, also ich bin mehr als begeistert davon. Hat natürlich auch Nachteile, die will ich euch nicht verschweigen, weil die sind minimal. Also das Einrichten muss man ein bisschen üben. Also man muss, wenn die Kamera draufsteht, immer ein bisschen justieren, Justage machen. Das muss man ein bisschen üben, aber wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat, geht das eigentlich relativ fix. Nachteil ist, dass der Gimbal in der Ursprungsversion meine Kamera nicht unterstützt. Das heißt, Start-Stopp geht mit Infrarot. Also hier ist so ein Startknopf, da kann man dann Aufnahme starten, stoppen. Aber so Sachen wie die Timelapse-Aufnahmen würden zum Beispiel nicht gehen. Das hat mich dann ein bisschen geärgert, bis ich dann nachgelesen habe, dass es Software-Updates gab. Und also Firmware-Upgrades für das Gerät. Und jetzt meine Kamera unterstützt wird. Und hier sind auch USB-Anschlüsse dran.
Also ein Spezialanschluss, der kommt dann in den USB-Slot der Kamera. Nachteil dabei ist, es waren drei Kabel dabei für alle möglichen Kameras und für meine natürlich nicht. Das Kabel musste ich nachordern und das ist jetzt auch noch unterwegs. Ist jetzt ein kleiner Nachteil, ist jetzt nichts Wildes. Und ich freue mich drauf, wenn es da ist. Ja, alles in allem war das der Gimbal. Und bevor ich jetzt lange rumrede und ihr euch zu sehr langweilt, zeige ich euch das Baby noch ein bisschen aus der Nähe und vielleicht auch, was man damit macht. Also, viel Spaß damit. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas kennt, ob ihr sowas schon mal in freier Wildbahn gesehen habt. Und ob euch solche Videos von Technikkram, den man auspackt, interessiert. Ansonsten sagt Hallo zu Wayne. Hashtag Hallo Wayne in die Kommentare. Das würde ihn freuen. Und Link. Ich habe auch einen Link bekommen. Finde ich cool. Also Hashtag Wayne. Hallo Wayne. Hashtag Hallo Wayne. Ja, so machen das doch YouTuber, oder? Auf zu Kommentaren Aufruf. Aber probiert das mal. Hashtag Hallo Wayne. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und viel Spaß mit dem, was jetzt doch kommt. Ich weiß es selber nicht. Wir werden sehen. Viel Spaß!